Yes, Leute, hier sind wir zurück im Basketballatelier mit dem nächsten Video für euch. Diesmal eine kleine Ansage, und zwar steht ein wildes Basketballwochenende bevor. Und zwar hier im Atelier spielen wir King of Cologne, die Content Creator Edition, natürlich die meistverfolgteste, gesehenste und geklickteste King of Cologne Edition ever, war die letzte King of Cologne Creator Edition. Und wir legen noch einen drauf, das Lineup ist wieder wild. Wir haben die feinsten, besten, größten und schönsten Content Creator eingeladen, die sich wieder hier schön im 1 gegen 1 Format für euch battlen werden. Das passiert am Freitag. Natürlich alles hinter geschlossener Türe, und wir spielen den Content wieder Step by Step aus. Da direkt die erste Information für euch: Ihr müsst nicht mehr immer 2 Tage warten, sondern wir haben auf euch gehört und wir fanden es nice, die Idee, jeden Tag ein Spiel rauszuhauen. Das wird jeden Tag um 19 Uhr, wenn wir anfangen, King of Cologne auszustrahlen. Das ist dann ungefähr eine Woche später, fangen wir an mit den Spielervorstellungen und dann auch die Spiele jeden Tag 19 Uhr. Wisst ihr Bescheid, King of Cologne ist da. Dann produzieren wir am Samstag die Pro Edition. Das heißt, Pro A-Spieler, Pro B-Spieler werden sich hier böse 1 gegen 1 Battles geben im Atelier. Das seht ihr nach der Content Creator Edition. Auch wieder jeden Abend 19 Uhr King of Cologne. Erst die komplette Staffel Creator Edition, dann die komplette Staffel Pros. Das ist unsere Aufgabe hinter den Kulissen, das abzureißen für euch. Und dann am kommenden Sonntag, am 25. Juni, das heißt in ein paar Tagen, wenn dieses Video rauskommt, machen wir einen kleinen Park-Takeover in Köln. Das heißt, alle Creator, die King of Cologne mitspielen, alle Pros, die King of Cologne mitspielen, kommen in den Park, und zwar wird das der Lose Park in Köln sein. Ich packe auch nochmal die Beschreibung, beziehungsweise ich habe sogar ein Lose Park Video gemacht, als der Platz aufgemacht hat. Da gibt es einen Full Court und noch einen kleinen einzelnen Court, wo man auch ein bisschen 1 gegen 1 spielen kann. Das heißt, alle kommen in den Park, um euch zu treffen, um mit der großen Basketballfamilie und Community eine gute Zeit zu haben. Natürlich werden 5 gegen 5 Runs im Mittelpunkt stehen. Das heißt, wir werden Teams machen von Creatoren und Pros. Winners Days, ihr kennt die Spielregeln. Und dann könnt ihr gerne dazukommen. Egal, ob ihr Baller seid, die Game haben, die sich freuen, gegen entweder die Creator oder richtig gute Jungs, den Profis zu spielen. Kommt ran, zeigt eure Moves, zeigt, was ihr drauf habt. Ihr seid alle herzlich eingeladen, am 25. Juni ab 14 Uhr in den Losepark zu kommen. Und Ziel ist es, eine kleine Crowd zu haben. Vielleicht bekommen wir die ein oder anderen U's und A's zu hören. Und das ganze Wochenende bin ich sehr froh, einen Sponsor an den Start gebracht zu haben. Nicht mein Verdienst ist das, sondern von unserem Partner Kicks. Ihr wisst ja, dass Kicks mittlerweile King of Cologne Partner ist und wir noch links und rechts, wie zum Beispiel den Kicks of the Month, mit Kicks präsentieren und die einiges möglich machen. Und die haben einen Apparel-Partner an den Start gebracht. Das heißt, eine Klamottenlinie, die King of Cologne auf der einen Seite sponsert mit ihren super freshen Sachen und dann auch noch am Sonntag beim Parkrun am Start ist. Und zwar ist es diese Brand hier, die ihr hier auch mit meinem Sleeveless sehen könnt. Und ihr könnt gar nicht meine Shorts sehen, aber die ist auch von Buckets. Eine freshe Brand. Ich könnte nicht glücklicher sein, weil die Sachen sind wirklich so, so nice. Und ihr könnt euch bald selbst ein Bild machen. Egal ob bei den King of Cologne Editions, bei beiden. Oder wenn ihr am Sonntag nach Köln kommt zum Parkrun, da werden wir auch Buckets schön ein bisschen Shine geben und diese feine Brand hier representen. Und ja, das wollte ich kurz loswerden. In ein paar Tagen ist es soweit. Ihr könnt natürlich dem Basketballatelier und mir auch auf Instagram folgen. Da seid ihr noch ein bisschen näher dabei, was das Wochenende angeht, was King of Cologne angeht und natürlich auch den Park Takeover am Sonntag. Deswegen fühlt euch herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Köln, 25. 14 Uhr, Lose Park. Und dann geht's auch schon bald los mit King of Cologne, mit neuem Partner Buckets. Also wenn ihr euch fragt, warum alle Leute so fresh aussehen, egal ob bei King of Cologne oder im Park am Sonntag, dann wisst ihr, Buckets ist da, ist auch bald bei Kicks zu haben. Also da kommt einiges auf euch zu. Wir sehen uns vielleicht am Sonntag und sonst wann anders. Haut rein.